andere ist, dass wir rein inhaltlich, denke ich, eine oder andere Frage haben, was das Ziel beziehungsweise auch die Grundausrichtung. Sie haben da Beispiele genannt, wie zum, also als positive Beispiele das Thema Schweiz genannt. Auf der anderen Seite gibt es das Beispiel Brexit, das ja auf der einen Seite ja, Volksabstimmung war, aber schlussendlich in eine Richtung gedriftet ist, die so gewünscht war, beziehungsweise die irgendwo dann, ja, doch dann irgendwo wieder überraschend war. Aber von unserer Seite noch ein bisschen, noch ein paar Fragen, wie inhaltlicher Natur. Verstehe ich. Okay, dann versuche ich einmal vielleicht in ganz kurzen Worten noch einmal zu erklären, worum es uns geht und dann vielleicht auch so ein paar Fragen, die Sie jetzt angeklingen haben lassen, einmal anzusprechen und dann sind wir auch sehr gerne bereit, andere Fragen zu beantworten. Also grundsätzlich sehen wir ja, dass heute das politische System nicht mehr die Lösungen erzielt und produziert, die wir eigentlich brauchen. Wir sehen überall Probleme, die größer werden und Stillstand und ein Herumgeschiebe und dann gibt es neue Köpfe, aber durch die neuen Köpfe verändert sich nicht wirklich was. Und die Gefahr, die dann besteht, wenn das zu lange so ist, passieren dann manchmal solche Dinge, wo dann zum Beispiel ein Trump gewählt wird oder auch ein Brexit passiert. Das sind ja im Prinzip Reaktionen eines Systems auf eine große Unzufriedenheit mit dem, was da ist. Ja, und in Österreich kennen wir das schon seit vielen Jahren. Da ist es halt der Name FPÖ, der dann im Prinzip gewählt wird, um irgendwie, wir müssen was verändern und so weiter. Und wenn man sich in Amerika anschaut, als erstes wählen die Leute immer das Positive. Da hat man einen schwarzen Präsidenten gewählt, Hope and Change. Und dann ist der Change nicht gekommen und dann ist man extrem in die andere Richtung gegangen und hat jetzt einen Wahnsinnigen dort reingewählt. Und das kann in Frankreich genauso passieren wie in Kanada. Ja, da gibt es jetzt einen großen Aufatmen, aber wir werden sehen, das System ist so rigide und das System ist so schwierig zu verändern, dass es fast unmöglich ist, egal mit wie viel positiven Ideen und Einstellungen man da reingeht. Und das heißt, das System ist kaputt. Wir müssen das System anpassen aufs 21. Jahrhundert. Und wenn wir uns anschauen, was alle anderen Entwicklungen, die wir jetzt erlebt haben, immer passiert ist, ist, diese großen Machtzentren sind aufgebrochen worden, die Bevölkerung und wir als Kunden, jetzt zum Beispiel als im Reisebüromarkt, ja, also wir als Kunden sind plötzlich ermächtigt worden und wir haben die Möglichkeiten gehabt, selbst Flüge zu buchen, selbst zu schauen, welche Hotels gut und schlecht sind, waren immer abhängig von denen, die das irgendwie organisiert haben. Unglaubliche Befreiung und auch unglaubliche Möglichkeiten gegeben. Und das Gleiche brauchen wir auch in der Demokratie. Wir brauchen eine Mitmachdemokratie, dass ich als einzelner Bürger, wenn mir ein Thema wichtig ist, das nach vorne bringen kann und ich muss nicht der Politiker werden, um Lösungen fürs Land in die Wege zu leiten. Um das geht es. Wir wollen eine Mitmachdemokratie. Und natürlich ist das Ganze, muss man sehr gut aufpassen, ja? Wenn man so ein Instrument dann nur hier und da einsetzt und eigentlich als eine Pokerkarte in der Verhandlung mit der EU und auch ums eigene Volk also leise zu schalten, wie es in UK war. Die haben einfach gedacht, okay, wir machen Abstimmung, da wird eh niemand für einen Austritt sein. Dann kann ich auf der einen Seite aber das Votum nutzen, um Verhandlungen mit der EU stärker zu fahren. Und auf der anderen Seite mache ich die innerparteiische Opposition kaputt, weil nämlich dann ist die Entscheidung gefallen. Das heißt, da hat man einfach ein Gamble gemacht und die Bevölkerung ist da nicht mitgegangen. Das ist ein einmaliger Missbrauch von einem Instrument, hat unglaublich große negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung von so einem Instrument, überhaupt keine Frage. Aber nur deshalb, weil es da schiefgegangen ist, das wäre ungefähr so, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir haben jetzt in der ersten Klasse Volksschule Algebra Hausaufgaben gehabt und die Großteil der Leute haben Algebra nicht richtig hinbekommen, deswegen funktioniert Algebra nicht. Ja? Wir müssen es lernen, wir müssen wissen, wie es richtig funktioniert und wenn es richtig funktioniert, ist es ein unglaublich gutes Instrument, um eben Herrn Mayer und der Frau Müller die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich gestalte mit, ich habe eine Idee und ich will das auch, dass das passiert. Und das heißt, es ist eine Ergänzung vom politischen System, um auf der einen Seite Stillstand aufzubrechen, weil wir damit quasi das System zwingen, in Bewegung zu kommen und auf der anderen Seite auch Themen in die Hand zu nehmen, die den Leuten zu heiß sind. Ja, häufig ein negatives Beispiel vom Brexit war in der Schweiz die Minarettinitiative.
Da haben die Schweizer darüber abgestimmt, ob Minarette gebaut werden dürfen oder nicht, und die Mehrheit hat es abgelehnt. Das ist durch die ganze Weltpresse gegangen, die rechtsextremen Schweizer. Und also ganz kurz, ich war dagegen, dass man Verbot macht. Ich finde das auch ein Blödsinn. Aber das war ein Instrument, das an einem Thema, Minarett, so blöd es ist, ein zugrunde liegendes Problem adressiert hat, nämlich eine Angst vorm radikalen Islam. Und das muss man sich anschauen. In der Schweiz ist dieses Thema viel, viel früher plötzlich dadurch aufs politische Parkett gekommen als in jedem anderen Land. Und was dann passiert ist, ist nach der Abstimmung, die erstaunlicherweise eben falsch ausgegangen ist, unter Anführungszeichen, sind dann sogar islamische Organisationen an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, hey, wir haben unseren Job nicht richtig gemacht. Wir haben nicht erzählt, welche große Tradition und liberale Tradition der Islam hat, dass wir selbst gegen Extremisten sind und wir gegen Hassprediger sind und das unsere Maßnahmen sind, dass sowas in der Schweiz nicht passiert, selbst wenn wir Minarette bauen. Und was dann passiert ist, durch diesen erst sehr unglücklichen Ausgang, wenn man das so sagen will, hat es einen Diskussionsprozess in Gang gesetzt, der jetzt dazu führt, dass eben diese Extremismen abgeschwächt werden und Lösungen entwickelt werden mit allen Beteiligten. Und was passiert in Österreich und in den anderen? Da duckt man so lange einen Deckel drauf und hat eine potenzielle Stabilität. Das ist so Druckkochtopfstabilität, ja? Und das ist alles ruhig, bis das ganze Ding explodiert. Und in unseren repräsentativen Systemen bedeutet das, wir haben so lange keine Lösungen, aber wir haben es ruhig, bis dann irgendwann wir diesen Tipping Point überschreiten und dann plötzlich ein Trump im Weißen Haus sitzt. Und dann haben wir 4 oder 5 Jahre Leute an der Regierung sitzen, die selbst die sie gewählt haben, eigentlich nicht wirklich wollen. Und das heißt, wir brauchen solche Instrumente. Und das ist manchmal wie Frühjahrsputz. Da kommen Themen hoch, die wirbeln Staub auf, die sind unangenehm, aber sie werden viel früher adressiert und besser zur Lösung gebracht, als wenn man jetzt im Prinzip sagt, nein, wir lassen auf keinen Fall die Leute mit abstimmen, weil die machen, sind alles blöd und sind alle falsch. Und wenn man sich die Schweiz anschaut im Gesamtkontext, sind die Entscheidungen in der Regel sehr vernünftige und sehr verantwortungsvolle. Und vor allem auch deshalb, weil es gelernt ist und weil die Leute wissen, das, was da entschieden wird, wird auch umgesetzt. Und was wir in vielen anderen pseudodemokratischen Verfahren haben, da fragt man fakultativ. Und wir wissen alle, wenn wir jetzt Erfolgsbegehren unterschreiben, dann müssen wir aufs Gemeindeamt, dann machen wir Unterschrift, Riesenaufwand. Und was passiert? Eh nichts. Und was dadurch passiert, als Normalbürger tue ich mir das nicht an. Das heißt, es tun nur die extremen Leute, die unglaubliche Interessen haben, die tun sich das an. Und dann sind auch die Ergebnisse von so einem Instrument vollkommen verzerrt, weil nämlich die vernünftige Mitte gar nicht sich aufmacht und aus der Couch oder hinterm Schreibtisch hervorhebt, um damit abzustimmen. Und um das geht es uns. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen es schaffen, dass wir ein Instrument haben, in dem wir plötzlich alle wieder ermächtigt sind, Dinge, die uns am Herzen liegen, nach vorne zu bringen und dann auch verbindlich. Das heißt, wenn wir es schaffen, jetzt österreichweit wären es ungefähr 190.000 Unterschriften zusammenzubringen für ein Thema, dann gibt es eine verbindliche Volksabstimmung und wenn die gewonnen wird, wird das, was wir vorgeschlagen haben, Realität. Das ist unglaublich mächtig, das ist unglaublich ermächtigend. Natürlich haben wir auch Sicherheiten eingebaut, also das Parlament kann einen Gegenvorschlag erarbeiten. Und häufig ist es so, dass Initiativen eher radikal sind oder sehr stark fordernd sind. Dann kommt, wenn das Parlament dann plötzlich merkt oder die Regierung merkt, hey, das ist ein Thema, das könnte angenommen werden, dann arbeiten die meistens vernünftige Zwischenmittellösungen aus und schicken die als Gegenvorschlag ins Rennen und die werden dann angenommen. Und schon allein dieser Mechanismus erzeugt die Leute, also zwingt die Leute plötzlich in Aktion zu kommen. Und die können dann nicht für jahrelang herumschieben und sagen, wir doktern an einer Bildungsreform oder an einer Gesundheitswesenreform oder an einer Föderalismusreform rum, aber da kommt nichts, weil es gibt dann einen Tag der Entscheidung und entweder sie sind an dem Tag der Entscheidung mit dem Gegenvorschlag auf dem Tapet und wenn nicht, wird der andere Vorschlag umgesetzt. Und dadurch bekommen wir einfach Lösungen rein und können die Leute auch stärker mit einbeziehen in den politischen Prozess. Und die Probleme heute sind so groß, dass wir jeden brauchen und nicht nur ein paar wenige Politiker, die typischerweise auch relativ wenig Einflussmöglichkeiten haben und sehr stark auch durch Lobby betrieben werden. Also das ist einmal so ganz kurz, um was geht es uns und warum glauben wir, ist es besser, also warum ist es eine Verbesserung vom heutigen System, trotz dieser Erfahrungen, die durchaus
berechtigt immer wieder aufkommen. Und das Letzte, was ich schon nimmer hören kann, ja, die Schweizer sind halt eine Ausnahme. Ja, ich meine, ihr sitzt in Vorarlberg, ja, ihr wisst, das ist nur gerade über den Rhein drüber. Die Leute sind nicht schlauer, die Leute sind nicht weitsichtiger, die Leute sind nicht weniger egoistisch, die Leute sind ganz normale Leute wie wir auch. Die haben einfach gelernt, mit diesem Instrument umzugehen und deswegen können sie es. Und wir lernen das auch relativ schnell. Ja. Und wir müssen halt schauen, dass unsere Lernerfahrung nicht der Exit ist, sondern ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel das Bundesbudget oder Steuern oder was auch immer, die schon wehtun, aber die nicht so wehtun, dass man es gerade das Knie ausschießen. Ja. Und das ist das, was wir machen wollen.